Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen ein Bananen-Walnussbrot. Und was wir dazu alles brauchen, habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier mal ein Päckchen Backpulver und ein Päckchen Vanillinzucker. Das können wir schon mal zur Seite tun. Dann brauchen wir natürlich Kokosöl, weil es ist vegan. Dann brauchen wir Zimt, zwei Bananen und je älter die Bananen sind, desto besser. Und meine Bananen waren jetzt leider noch nicht sehr überreif, deswegen habe ich sie jetzt schon früher geschält und etwas braun werden lassen. Dann brauchen wir Chiasamen, ein kleines Schälchen Wasser, 70 Gramm Walnüsse und 250 Gramm Mehl. Und wer es ein bisschen süßer haben möchte, noch Bio-Agavendicksaft. Es handelt sich ja um ein veganes Brot und je nachdem, wie süß man es haben will, kann man optional noch Cranberries reinmischen. Dann fangen wir an, dann habe ich jetzt hier mein Schälchen Wasser, also das sind circa so 10 Esslöffel Wasser. Und da kommen jetzt ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Chiasamen rein und das lassen wir quellen. Das dauert ungefähr 10 Minuten, ich rühre das nochmal um. Das wird natürlich dann dickflüssig. Das können wir dann mal beiseite stellen. Dann nehme ich hier meine Schale, die ich schon vorbereitet habe, und tue die Bananen rein. Die müssen wir dann mit der Gabel auch zerquetschen sozusagen und da kommt das Kokosöl drüber. So, und zwar jetzt zerdrücken wir die Banane so gut es geht. Es muss natürlich nicht ganz gut sein, es wird alles noch dann mit dem Mixer verrührt. In der Schale zu einem Brei. Das stellt sich ein bisschen schwierig heraus, weil meine Banane leider etwas zu unreif war. Aber das ergibt sich dann schon wieder durch das Kokosöl, das dazukommt. Jetzt kommt das Kokosöl und da braucht sie ca. 100 Gramm. Also ich nehme das jetzt mit der Gabel raus. Ich habe schon mal gemacht, das Brot, und da habe ich es, also ich mache das immer nur schätzungsweise, so genau geht es da auch nicht. So, und dann das Ganze verrühren, so gut es geht natürlich. Es muss jetzt nicht ideal sein. Ich schütte dann auch noch ein bisschen wärmeres Wasser drüber, dann schmilzt das Kokosöl natürlich und die Bananen werden weicher. Und jetzt haben wir schon diese Chiasamen-Paste hier, haben wir jetzt schon ca. 10 Minuten quellen lassen und ihr seht, wie das schon aufgequollen ist und davon gebe ich jetzt ungefähr die Hälfte rein. So. Und rühre weiter. Und der nächste Step ist jetzt, dass ihr ca. 100 ml lauwarmes oder kalt gewordenes, gekochtes Wasser drauf tut. Am besten kocht ihr das Wasser vorab, weil warmes Wasser aus der Leitung ist ja nicht so ideal. Also jetzt habe ich 100 ml lauwarmes Wasser da reingegeben und ihr seht schon, das wird jetzt alles viel weicher. Und jetzt könnt ihr die Banane auch nochmal zerquetschen und das Kokosöl löst sich langsam auf. So, dann kommt also 1 bis 2 Teelöffel Zimt rein. Ich mache das auch nach Augenmaß. So. Dann ein paar Spritzer von dem Agavendicksaft. Dann Vanillinzucker oder die Vanilleschote, die ausgehöhlte. Und dann kommen noch optional Cranberries. Also die habe ich selber getrocknet, die hatte ich jetzt noch über. Die sind keine, das müsst ihr nicht reintun, aber es schmeckt ganz gut zu den Walnüssen. Und währenddessen dann immer wieder verrühren. So, dann kommen jetzt die gemahlenen Walnüsse rein. Also was heißt gemahlen? Ich habe die so ein bisschen mit dem Mörser zerstampft. Also es sind wie gesagt eigentlich gebrochene Hälften von den Walnüssen. Das sind ca. 70 Gramm. Die kommen da jetzt einfach rein. Dann das Backpulver. Ganz wichtig, weil sonst wird das auch nichts. Nachdem man das Backpulver dazugegeben hat, dann seht ihr schon, wird das Ganze ein bisschen schaumiger und flupp. Und nachdem ihr das Backpulver dazu gegeben habt, seht ihr, das wird schon alles etwas fluffiger. Genau, und als letzter Step kommt noch das Mehl dazu. So, das Mehl einfach unterheben. Ich mixe es gleich auch nochmal durch, aber jetzt tue ich es erstmal von Hand unterrühren. So, und nachdem jetzt alle Zutaten drin sind, hat das Ganze schon eine teigigere Konsistenz. Das sieht schon mehr nach Brotteig aus. Ich mixe es jetzt noch einmal ganz kurz durch auf niedriger Stufe und dann kommt es auch schon in die viereckige Kastenform und dann bei 200 Grad in den Ofen. So, der Teig ist jetzt fast fertig und jetzt habe ich mir noch einen Pinsel geholt. Ich stelle den Teig kurz zur Seite und jetzt pinsel ich noch diese Backform ein bisschen mit Kokosöl aus. Und jetzt könnt ihr das Ganze nochmal glatt streichen. Das wird jetzt dann gleich wunderbar aufgehen. Ich habe den Ofen inzwischen schon auf 200 Grad aufgeheizt. Ich mache das so ein bisschen wie so eine Kuchenform. Form.
So, und jetzt könnt ihr noch diese Chiasamen drüber geben. Die werden nämlich dann schön knusprig. Das ist wie so ein Topping. So, und ganz oben drauf drücke ich jetzt noch Walnusskerne. So, und jetzt gebe ich noch ein paar einzelne Walnusshälften drauf auf das Brot. Und dann kommt es auch schon in den Ofen.